Hallöchen! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Silent Hill! In Lakeview Hotel. So. In der zweiten Etage. So, wir gucken weitere Räume durch. Aus? Durch. Ja. So. Du hast das Mikrofon kaputt gehauen. Ach so, wie immer also. Du hast es gerade noch ein Stück nach rechts geholt. Hm, natürlich. Ja, das der ist man so voll ein Ego, in die ey. Kamera hier sehen. In der ist Kamera. Ist unglaublich. So. Hallo, hallo. Wie, man hört mich da nicht richtig, du. Nee, du stehst ja direkt davor. Nee. Jetzt, pssst. Ja. Wir müssen uns konzentrieren und Sachen finden, beziehungsweise in die dritte Etage kommen. Nö. Wie, nee? Na, wir gucken uns erstmal die... Ja, theoretisch müssen wir auch an die in die dritte Etage kommen. Das ist das eigentliche Ziel, was wir momentan haben, in den Raum 312. Wo ja... Der Treffpunkt von Mary. Sehr gut. Und James damals immer war. Und da erhofft er sich ja, Mary zu finden. Mhm. Also deswegen müssen wir da hin. Ah. Was A? Na, ich bin jetzt, bei den Räumen, meinst du? Wieder bei neuen Räumen. Ja, ja. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Nee, kaputt. Kaputt. Ja. Der weiße Raum geht, pass auf. Nein. Oh, nee. Jetzt müssen wir in meinem Fall nicht zu den, genau, zu den Räumen können, aber zum Elevator können wir noch. Abgeschlossen ist halt auch schon wieder so, ne? Da ist nicht der Elevator. Da ist abgeschlossen. Das heißt schon wieder aufschließen. Also ja. Man kann aufschließen. Schade. Ich drücke auf den Knopf, aber es funktioniert nicht. Da draußen war gerade ein Blitz. Da? Oh, da? Eine Sternschnuppe. Ja, ja. Falsche Richtung. Warum siehst du das? Weil es voll hell war. Warum sehe ich das nicht? Weiß ich nicht, weil du blind bist. Who knows? So. Hast du es gehört? Ja. Das bist du, glaube ich, gewesen. Gefurzt? Nee, wird immer stinken hören. Eine rechteckige Vertiefung. Vor der Vertiefung ist ein Schild, auf dem etwas eingraviert ist. Platz der Prinzessin, die vom Tod erwachte. Was? Ja? Na, lass mal die Spieldose spielen. Das klingt nicht ganz richtig. Okay. Oder vielleicht... Oh, ein Speicherpunkt. Oder vielleicht was? Er hat den Satz nicht zu Ende geführt. Nein! Jetzt wissen wir nicht. Was ist denn für eine Spieldose? Bitte nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte nicht, aber natürlich. Guck mal, Dreieck, guck mal, wo du bist. Ja, gleich. Ich bin einfach nur eins nach unten gelaufen in der Halle. Also, jetzt bin ich gerade in der Halle. Ja, wo bist du denn jetzt? Das ist die Frage. Jetzt bin ich wieder an der zweiten da und kann wieder da lang. Ach so, okay. Ja, nochmal in die Halle oder in die anderen Zimmer jetzt mal? Na, in der Halle, da ist so. Was mit einer Spieluhr? Ja, eben. Also nicht da lang. Ja, ja, nö. Geil. Also, naja. Wir müssten ja irgendwas kriegen davon. Ich weiß nicht, ob es da einen Schlüssel gab oder so von der Dose, von der Uhr da. Okay. Ich weiß es auch nicht. Gift Shop, da ist der Gift Shop. Ach so, ach, den haben wir das letzte Mal noch nicht besucht. Das ist Rezeption, glaube ich. Jetzt. Er sieht auch so aus. Darf man abgesehen. Ja. Lobby, Musik. Ja, okay. Da sind wir nämlich nicht lang gegangen, ja. So, da liegt was drin. Da liegt was, ein Schlüssel. Es sind keine Schlüssel. Da liegt doch was, Mann. Hä? Ah. Oh. Ja, der Schlüssel ist zufällig da gewesen. Telefon kaputt. Ach so, jetzt haben wir den Schlüssel zu Marys Zimmer. Ja, zufällig jetzt hier bekommen. So, da geht's dann raus, ne? Wo raus? Na, zu den Viechern. Ah, ne. Da wird zu sein, nehme ich mal an. Okay. Ja. Okay. Sehr gut. Dann wieder raus, dann haben wir zumindest schon mal so weit abgegrast, wo es lang geht. Ja, dann geh nochmal zu dem Ding, bitte. Zu der Spieluhr. Weil jetzt gehst du ja wieder zurück. Geh weg! Scheiße! Ja, es war nicht so sehr klug. Es frisst mich. Oh. Oh. Das war nicht so ganz klug, was du da angestellt hast. Beweg Komm, mal deinen Sticks mach oder ich so. Doch, mach ich doch. Und jetzt geh weg. Kann ich nicht, der ist im Weg. Jetzt gehen wir in die Tür rein.
nicht. In der Tür. Da rein. Drück doch mal. Ich gehe einfach hier wieder hoch. Ja, wir wollen doch in die Lobby. Warum? Wegen der Spieluhr. Ja, dann gehe ich halt so wieder hoch. Ja, kannst du mal runtergehen, in die Tür reingehen? Ja, aber ich kam da nicht rein. So gehst du durch drei Türen wieder durch hier. Ja. Schon bin ich wieder da. Das war ja so leicht. Ja, war's ja. So, jetzt geh da mal zu der Spieluhr, also und jetzt willst du da rausgehen. Nein, ich gehe da jetzt nicht nochmal raus. Meine Orientierung sind... Das ist eine CD-Spieluhr. Auf der Vorderseite könnte etwas beschrieben stehen, aber es ist zu... Dunkel, um es zu erkennen. Ach so. Rechte Ecke vor Tiefen. Ja, das hat er gerade schon gesagt. Ja, naja, nee. Dann gucken wir mal im Inventar, ob wir was haben. Wir haben ja irgendwas zum Einwerfen. Also Mama ein Medikit, bitte. Oh, ja. Das wäre nämlich ganz nett von dir so, wenn wir das Medikit dann anwenden könnten. Ein bisschen, so, ne? Neun Stück. Achso, wir hätten noch. Ja, ist ja. Ja. Da haben wir eine Spieldose. Ja, setz sie mal ein. Bin ich mal davor, oder? Nee, muss sie umdrehen. Ja. Na, vielleicht klappt das ja. So. Ja. Sieht gut aus. Woher haben wir denn die Spieldose? Na, bestimmt einmal mal eingesammelt. Ich mal bauen. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo es die gab, kann ich jetzt nicht mal sagen. Okay. Das klingt immer noch nicht ganz richtig. Nee. Anscheinend, guck mal, da sind auch noch mehr Vertiefungen. Also brauchen wir ja, noch... Ja, kannst du... Achso, da gibt es bestimmt mehr... Ja, ja, die müssen wir bestimmt noch finden. Nee, wir hatten ja auch damals ein Rätsel mit verschiedenen Tafeln. Und das wird wahrscheinlich ein ähnliches Rätsel. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich an den Teil kann ich mich... Also an das Ende kann ich mich recht wenig erinnern. Ich kann im Prinzip nur noch den Bosskampf. Den habe ich noch halb im Kopf. Wie wechsle ich in die Kamera? L2. Mann, renn doch! Ja, dann renn woanders lang. Geh nochmal zurück. Geh da durch. Nein. Ich muss aber dahin. Also, die Räume sollten wir vielleicht mal abgucken. Ach, das sind die Räume jetzt, oder? Ja, ja. Ach, da sind die Viecher drin jetzt. 200er Räume sind. Ja, gut, dann musst du dann dahin, ja. Das wäre ganz praktisch, wenn wir mal dahin könnten. Ne? Ja, ja. So, ja, gut. Einfach mal rausgehen und dann jetzt ein bisschen beeilen, ein bisschen durchklicken hier. Die sind jetzt auch nicht so schnell, die Viecher. So. Okay, abgeschlossen. Geh weg. Einfach zurückdrücken. Das ja. Auch zu. Nein! Ja, beweg deine Sticks. Ja, mach ich ja. Hättest du nicht gemacht, hätte ich es nicht nochmal abgeschlossen. Scheiße. Beweg deine Sticks. Geht noch. Ja, nimm einen Drink. Ja, ist egal. Beweg deine Sticks. Ja, okay. Es nimmt ein bisschen ab. Also es war gerade schon ein bisschen roter. So. Mann, die lassen mich nicht durch. Ja, drück halt einfach ein bisschen. Jetzt aber. Ich weiß gar nicht, ob man die töten kann. So, ja, bestimmt erschießen oder so. Jetzt gehst du mal raus und dann gucken wir mal, ob ich alle durch habe. Auf die Karte, genau. Ob man nicht irgendeinen vergessen habe. Nee. Okay, warte mal. Na, ich würde einfach hochgehen, die Treppen. Nein, ich wollte erst mal gucken, ob welche jetzt verschlossen waren. Da waren ja zwei verschlossen. Oder? Mach mal hoch. Genau, wenn man zwei verschlossen, also könnte man eventuell noch zwei Schlüssel bekommen. Wir haben auf jeden Fall... Ja, wir haben hier von Marys Zimmer. Na und den Fischschlüssel. Ach, stimmt. Ja. Soll ich mal einfach eine höher gehen? Ja, geh mal eine höher. Es geht, doch hier. Es geht höher, ja. Okay. Sehr gut. Ja, geh erstmal ein bisschen durchsuchen jetzt. Ja. Und dann... Können wir den Schlüssel ausdrücken. Warte mal. Fischschlüssel. Das ist keine schlechte Idee. Ja, ne? Schade. Okay, mach mal Marys. Vielleicht geht der. Ich glaub's aber nicht. Nee, was hältst du? Kannst du angucken, ist ein Bild drauf. Achso. Kann ich den mit dem Messer aufmachen? Nee, leider nicht. Okay, warte mal, wie sah mein Gesundheitszustand aus? So halbmäßig, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Ja. Ach komm. Lass es mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, also. Jetzt müssen wir erstmal überlegen. Vielleicht doch wieder nach unten. Brauchen wir nämlich einen Schlüssel. So. Guck erstmal. Ja, toll. Also. Rüste mal deine Schrotflinte aus und töte mal die Viecher jetzt in den Zweierräumen. Geht es? Wie geht das? Mit der Schrot? Dann probier's doch. Das ist das Zeug, was wir am meisten haben. Das ist nicht die Schrot, das ist das Jagdgewehr. Ach nee, höher. Danke. Da. Alter. Du hast mich vorhin, also bei den letzten Folgen immer das Jagdgewehr angevisiert. Nicht immer. Und deswegen. Guck die Folgen dir mal an. War ich nicht sehr.
immer. Sehr irritiert, nee. So, jetzt einfach drauf losballern. Naja, warte erstmal. Wechsel mal die Kamera. Wechsel mal die Kamera. Wie denn? Okay, warum? Okay, geh mal ein bisschen vor, genau. Okay, der eine ist schon tot. Weiter, genau. So, der eine ist tot. Ja, jetzt, ja. Jetzt ist er tot. Iss mal was. Essen? Ach, trink was. Ja, okay, weiter. Weiter ballern. Okay. Weil wir können auch mal ein bisschen mit dem Schrotzeug ein bisschen hier handhaben jetzt. Ein bisschen. So, nochmal drauf, nochmal, nochmal. So stehen die, glaube ich, nicht mehr auf. Das ist das. Okay, jetzt okay. Ist gut, ja. Ja, jetzt mal zu den Räumen da ganz hinten. Ja. Dann guck mal deinen Gesundheitszustand an, vielleicht. Ach. Ja, lass. Okay. Also, ja, Medikit darf zu nehmen. Lohnt sich jetzt nicht so. Okay. So, die zwei Räume, 02 und 04. Da könnte man mal die Schlüssel probieren. So, abgeschlossen. Beziehungsweise, man könnte sich auch mal. Kann man den auch prüfen? Nee. Nee. Ja, den brauchst du ja nicht prüfen. Okay. Obwohl, mach mal. Also, wenn es schon geht, warum nicht? Ja, okay. Ja, okay. Als hätte man das jetzt nicht gewusst. Ja. Okay. Weil irgendwo müssen wir doch bestimmt den Fischschlüssel jetzt nutzen. Ja, ja, klar. Dass wir hier weiter nach oben kommen. Nee, nicht den. Nee. Huch. Hm. Okay. Nö. Dann gucken wir noch mal auf der Etage, ob da vielleicht noch irgendwie ein Raum ist vielleicht. Oder noch ein Raum, der abgeschlossen ist. Na, hier war hier. Warte mal, ich gucke jetzt mal schnell hier nochmal, falls. Nee, okay. Ja, ja, sag ich. Ja, hier waren alle durch. Na, guck doch einfach mal. Ja, ja, ich muss das sowieso raus. Können wir schon mal hier. Okay, so. Ja, hättest du mal die Karte jetzt nochmal überfliegen können. So hast du also, ja nur den Blickwinkel. Den Reading Room hatten wir und den Cloak Room. Na. Hall kommen wir nicht rein. Da ist ja. Nee, Hall ist zu. Ja, wir kommen auch nicht anders rein. Nee. Nee, okay. Da ist noch ein Raum verschlossen. Mhm. Da mal hin? Ja. Erstmal alles systematisch ein bisschen absuchen hier und ein bisschen abklären. Einfach nur geradeaus. Ja. Right. Jump, das ist hier das. Der Raum mit der Spieluhr, beziehungsweise die Lobby. Wir haben noch zwei andere Spieluhren brauchen. Zwei? Das sah aus wie mehr gerade. Nee, würde schon sagen zwei. Okay, einfach der. Alle guten Dinge sind drei. Spiellogik. Nee, nicht bei Walking Dead. Fast. Naja, Walking Dead ist von heute mittlerweile. Von heute? Von heute. Das ist von damals. Schade. Okay. Machen wir auch einfach mal, um zu gucken. Und okay, die sind verschlossen. Dann nochmal in Etage 1. Ja, jetzt weiß ich immerhin, dass ich Dinge abknallen kann. Ja, ja, die tauchen wieder auf, glaube ich. Ja, also, ja, wenn du die Räume wechselst, die respawnen ja auch. Also, echt? So ist es. Naja, klar. Na, aber nicht immer, also die Viecher. Ja, weiß nicht. Die Zombie-Frauen. Weiß jetzt so. Gerade nicht mehr, von was das abhängig war. Dass so, da konnte ich ja hier raus, ne? Da ist Rezeption. Aha, da ist aber zu dann. Und da ist Restaurant. Und dann. Ja, ist nicht mehr viel, ne? Ja, aber dann können wir, können wir hier nochmal ganz kurz schauen. Nach unten ging es doch noch. Stimmt. Ja. Stimmt. Giftshop war zu. Ach so, ja, Entschuldigung. Rezeption, da haben wir den Schlüssel herbekommen. Da dürfte jetzt nichts mehr anderes Wichtiges sein. So, jetzt visier es an und baller. Und mach nicht so Hack-Mack hier mit der Kamera. Ich so, ganz, ganz ruhig, Mädchen. Ja, ja. Komm von geradeaus. Meistens. Ja? Meistens, ja. Muss nicht unbedingt heißen. So. Da, okay. Bisschen näher ran, ist eine Schrotflinte, ne? Ja, ja. Was machen die da? Die vermehren sich. Schieße. Nochmal. Genau. Und nochmal. So. Scheiße. Okay, da ist down. Schießt du auf den linken schon? Ja. Ja. Sieht man wohl nicht so. Ja, ja. Und nochmal? Genau. Okay. So. Ja, die sacken wir noch zusammen. Ja, ja. Okay. Wir kommen da rein und halt runter. Können wir schauen. Okay, naja, warte mal. Wir gucken erstmal. Na, guck mal in den linken Raum jetzt. Also gehen was mal ist denn bei Lakeshore da unten noch? Kommst du raus? Okay. Eventuell, ne? Könnte man mal testen, ja, ja. Okay, wo soll ich jetzt rein? Hier erstmal gleich in den linken, ja. Ja, ja. Wenn du schon mal da bist. Hier? Ja, ja. Können wir noch mal nachschauen.
Okay. Ach, das war ja der Raum, wo wir da rein konnten. Das war ja auch nicht viel. So. Es war ja nur der Raum, da haben wir Patronen gefunden. Und mehr da ist da nicht. Genau. Ja, das sieht größer aus, als er ist. Also jetzt lohnt es, die Dinger jetzt wieder nicht auftauchen. Okay, so, dann halt nochmal in die Lobby, in das Hotel-Restaurant. Restaurant, ja. Mehr gibt's ja nicht. Nö. Oh, ansonsten gucken wir vielleicht halt nochmal draußen. Ja. Ja, erstmal runter gucken, ja. Ja. Okay, so. Waren wir hier schon mal? Ja, mit der kleinen. Ach so, stimmt. Eine Zeichnung von Laura, eine Katze. Sind nur Fenster. Nee, ach so, hä? Doch, ne? Nee, gar nicht, nee, da. Das sind nicht die Fenster, das sind schon Türen. Ja. Aber da komme ich nicht hin. Auf der anderen Seite kommst du auch nicht hin, okay. Nö. Sonst noch irgendwas hier? Würde er ja hingucken. Ja, wenn du in der Nähe bist, ja. Du bist ja nicht so großflächig da rumgelaufen. Ach klar, bin ich. So, guck mal, Elevator. Ah, da hast du doch schon, da. Ach so, ja, okay. Okay, runter? Ja, dann runter, ja. Gehen wir mal runter schnell noch hier, wenn ich wissen würde, wo ich langlaufe. Ich weiß es nicht, also irgendwas, wir brauchen jetzt irgendwie Schlüssel oder so. Ja. Haben wir uns hier groß eigentlich umgeguckt? Nee, eigentlich nee. So viel. Mich sehr dunkel hier unten. Ja. Achso, ein Stroh. Achso. Die Bar? Die, da war Bar, da können wir mal einen Schlüssel probieren. Und der Elevator war offen. Stimmt, der Elevator war offen. Da haben wir ja die Dose hergekriegt. Nee, da haben wir doch so Verdünner hergekriegt. Ja, eben. Stimmt. Was machen wir mit dem Verdünner? Keine Ahnung. Können wir da vielleicht das Schloss... Ach, das war abgeschlossen. Können wir das Schloss vielleicht? Nee, mit dem Verdünner kannst du kein Schloss aufmachen. So, die ist abgeschlossen. Ja, ich weiß. Sehr schön. Man weiß ja nie. Schade. Okay. Vielleicht kann Wofür haben wir den Schlüssel eigentlich? Fahrstuhl irgendwie mit einem Schlüssel oder so. Ja, vielleicht kommen wir zum Fisch oder was. Ja. Klick mal an oder so. Kannst du gar nicht. Nee. Okay. Guck mal die Boxen an, genau. Ja. Das da, was ist das da? Tränen der Venus. Ja, dann haben wir jetzt hier unten auch alles. Na, warte mal. Kannst du nicht in die Bar rein? Ach nee, das war gerade die Verzuber. Renn doch mal bitte hoch zum Dingens, zu dem Tor, wo es dann hoch zur Ebene 3 geht. Mhm. Und probier da mal den Verdünner. Okay. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Ich weiß auch gar nicht, ob man generell so Verdünner, ob man da Schlüssel aufkriegt. Ich hab auch keine Ahnung. Du bist hier der Techniker. Der Techniker, der irgendwo einbricht oder was. Ja. Ich weiß ja auch, ob man mit Verdünner Schlösser aufkriegt. Liegt da nicht noch was? Schloss. Nee. Mach mal. Da, rechts ist die, ach so, ne? Oder? Würde ich mal sagen. Ja. Nö. Nee. Kleine Dose mit Verdünner, sie lag im Auge. Tja, liebe Freunde, dann weiß ich auch gerade nicht weiter. Hm. Dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder, denn die Zeit ist, glaube ich, angebrochen. Zumindest habe ich das so leicht im Kopf irgendwie. Ich habe ja so leicht die Uhr im Blick gehabt. Wir sehen uns morgen wieder zu Silent Hill 2. Dann hoffentlich mit der Lösung, wie es hier denn weitergeht, ob wir irgendwie Schlüssel nutzen können oder ob wir irgendwo einbrechen müssen. Man weiß es ja nicht. All das und viel mehr. Morgen 21 Uhr zu Silent Hill 2. All das und noch viel mehr. Morgen zu Silent Hill 2. Yeah. Okay. Macht's gut.